Es sind sogar zwei Sachen, die mir, die ich da kommentieren würde. Das eine ist vermutlich zu dem, zu dem zweiten Beispiel jetzt mit dem Kalender und dass da sofort der Termin reingekommen ist. Das ist quasi genau das, was wir schon immer wieder erwähnt haben, nämlich dass die Rahmensetzung halt viel wichtiger ist. Und in dem konkreten Beispiel wäre die Rahmensetzung nicht auf einem bestimmten Kalendereintrag besser, vermutlich, sondern dass man eben sagt, ich nehme mir immer eine Stunde. Wo einfach nichts und Anführungsstrichen passiert, sondern nur Mittagspause ist. Und das Schöne an dem wäre ja, dass man sich dadurch nicht einschränkt mit, ich muss um 12.30 Uhr jeden Tag raus, sondern, ja, okay, wenn ein Meeting da ist, okay, dann ist das Meeting vorbei und dann äh, verabschiede ich mich gleich in die Mittagspause und bin mal eine Stunde nach dem Meeting nicht erreichbar. Oder halt vor dem Meeting. Also es ist ja trotzdem. Es, es, es wieder, diese Disziplin gibt dir ja quasi die Freiheit auszuwählen, wann du zum Beispiel diese eine Stunde nehmen möchtest. Und nicht eben beinhart mit, ja, aber im Kalender steht das. Weil dann hat das ja wieder sehr wenig mit dieser Freiheit zu tun, weil dann bist du ja massiv eingeschränkt mit, ja, aber im Kalender steht, hier 12.30 muss ich sofort irgendwie ins, ins Restaurant-Tischen oder in die Küche. Dann ist das ja wieder, widerspricht dir ja das dem, dem Grundkonzept auch irgendwie von Joko, nämlich dass du dir selber diese Regeln setzt und die dann quasi umsetzen kannst in einem Gesamtkontext. Weil da geht es ja nicht darum, dass du alles durchtaktest und dass nichts beweglich ist in dem Ganzen, sondern geht es eben darum, dass du dir bewusst Zeit nimmst für diese bestimmten. Ähm, Sage mal, Einheiten in einem Tag und da wird jetzt die Mittagspause auch dazu gehören, wo man dann ähm, eben sich einfach eine Stunde nimmt. Aber die kann ja sein, wann auch immer man Zeit hat. Also es ist ja quasi, also das steht ja nicht exklusiv für diesen Zeitraum äh, zur Verfügung, sondern da geht es quasi um das Konzept dahinter, dass man diese Zeit nimmt.